Hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und eins vorweg, ich möchte mal was sagen. Ich habe ein bisschen was offscreen gemacht. Ihr seht es da rum. Ich habe ein paar Sachen verkauft. Und das war es eigentlich auch schon. Weil ich mit euch etwas machen möchte in der Gießerei. Ich würde mal Munition sparen. Nee, wo war denn das? Und zwar möchte ich die geformte Rüstung herstellen. Genau. Und die Gießerei ist bereit. Ich sage Bescheid, sobald die Produktion beendet ist. Ne, hier ist noch nichts Neues, genau. Das ist meine zweite Aufnahme. Die ist mir leider absolut abgerauscht. Und deswegen muss ich jetzt nochmal neu starten. So. Da haben wir jetzt erstmal das Ethergerät fertig. Galoppkammer zum Bau verfügbar. Sobald wir dieses Gebäude errichtet haben, kann ein Soldat mit starken Psi-Kräften sich Zugang zum Psychonetz der Ätherer verschaffen. Machen wir. Und wir setzen gleich die Psi-Rüstung hinterher. Und scannen nochmal. So. Ist abgeschlossen. Werkstattrabatt 15 Dings. Legierung 3, Illyrium 1. Wir brauchen gerade nichts Neues bauen. Aber wir müssen in den Hangar. Genau. Weil der nämlich noch keine Plasma-Waffe hat. Und wir haben auch gar keine mehr. Nein. Ich will den Transfer machen. Und zwar nach Asien. Ja, genau. Asien. Weil da haben wir nämlich nur einen Raven. Aber na gut, das dauert 3 Tage. Gut, dann forschen wir nochmal. So, die Rüstung ist fertig. Unsere mächtigste Rüstung, die alle psionischen Fähigkeiten des Trägers verstärkt, durch ein System, das aus den kybernetischen Implantaten der Aliens entwickelt wurde. Allerdings kann sie auch nur von einem Soldaten mit psionischen Fähigkeiten getragen werden. Okay. Ja, komm, hier. Warte mal nochmal zurück. Dann machen wir jetzt hier die Fusionslanze. Brauchen wir zwar nicht, aber was wir haben, haben wir. Wir sollten schnellstens mit der Arbeit an einer Aufbewahrungsmöglichkeit für dieses Gerät beginnen. Bei allem, was wir getan haben, um es zu bekommen, sollten wir es möglichst sicher lagern. So. Dann bauen wir noch die Einrichtung, die Galoppkammer, die wir noch bauen sollten. Kostet auch nochmal 200. So. Dann gehen wir Bauer und Kaufe Einrichtung, Gegenstände. Einmal die Psi-Rüstung. Wir haben nur einen Soldaten, so bleibt es auch bei einer. So, Soldaten anzeigen. Julie. Bewaffnung. Die aktuelle gibt 10 Gesundheitsbonus. Sie hätte jetzt aktuell 25. Die Psi allerdings nur 6, sprich ein bisschen weniger. In den richtigen Händen kann dieser Anzug das gefährlichste sein, das wir je entwickelt haben. So, das 19 jetzt hat sie noch oder so? Ja, 19 genau. So, dann werden wir nochmal an der Bewaffnung. Nein, nicht bei ihr. Sondern bei Rubius ändern. Da brauchen wir das später nicht machen. Pulsbogen. Und dann gehen wir mal auf. Kann ich auf Bewaffnung gucken. Alien-Granate. Bladdick hat mich auch eine Alien-Granate verdient. Und Pulsbogen. Falls er denn mal wirklich in den Nahkampf kommen sollte. Okay, dann sind wir hiermit erstmal durch und können wieder neu scannen. Ja, haben wir jetzt keine 8 dünnen Männer. Aber haben wir noch 8 Tage Zeit. Abgeschlossen. Ja gut, dann nehmen wir auch die letzte Forschung. Fusionslanze ist die mächtige Flugabwehrwaffe, die XCOM derzeit hat. Mit ihr sollten unsere Firestorm-Abfangjäger jedes UFO im Himmel holen können. Bauen wir aber jetzt nicht wirklich. Wir beginnen nochmal das nächste Forschungsprojekt. Gehen in die Technikabteilung. Ah ne, ist noch nicht fertig, noch 2 Tage. Das scannen wir nochmal. Kontakt entdeckt. So.
Jetzt sehen wir auch, das ist mir gar nicht aufgefallen, was es dort auf diesem Raumschiff gibt. Es ist ein über Argentinien. Ziel Menschenfang, Besatzung 13, älterer Elite-Monitor, Sektoidenanführer, Mechtoid, Sektoid, Cyberdisk und Drohne. Also machen wir das. Und lassen das Team soweit. Nee. Wieso ist Wödern hier drin? Man sieht so komisch aus. Titan. Das waren aber die Erzengel mit 8. Nö, nicht wirklich. So, hat mir was gefehlt. Ein schwerer Exalt-Laser. Ja, was anderes haben wir ja nicht. Da fehlt uns noch das Plasma-Laser-Gewehr. Warum fehlt uns das eigentlich? Naja. Na komm. Einen Pulsbogen haben wir ja. Ja. Muss eben kurz nachdenken. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Gut. Unser nächstes Ziel heißt Argentinien. Dort scheint die Lage am bedrohlichsten zu sein. Das Raumschiff ist nahe einer kleinen... Hier spricht Big Sky. Sind in Position nahe der feindlichen Landezone. Strike One wartet auf Befehl zum Vorrücken. Verstanden, Big Sky. Das war eine Landung, kein Absturz. Rechnen Sie mit erbittertem Widerstand. So. Das UFO müsste irgendwo hier vorne sein. Werden wir ja gleich sehen. Ob es hier hinten vielleicht noch ist. Sieht nicht so aus. Das meldet. Ja, doch. Das müsste hier hinten sein, von der Größe her. Ja, ist es. Oder? Hier ist es. Glaube ich. Nun gut. Dann orientieren wir uns auch so ein bisschen dahin. Ja, genau. Waffe wechseln. Wir wollen nicht zu offensichtlich sein. Ruby. Geht das wieder los. Dahin. Das war, wenn man sich das Feld trifft, genau wo man hinklicken möchte. Ja, Wödern geht dahin. Julie. Ah, lass uns einfach im offenen Feld stehen, da wird schon nichts passieren. Und von hinten. Schön auf Feldposten Banshee. So. Guck mal hier oben hin. An neue Position. Hier wird's gleich heiß. Alles klar. Damit du den nicht verstärken kannst, schießen wir mal daneben. War super. Ziel nicht ausgeschaltet. Okay. Oh, bist du. Ja, Waffe wechseln, hast du recht. Entschuldigung. 95% und tschüss. Probleme. Nein. Julie wird den Feldposten auslösen. Er sieht ihn nicht wegen dem Baum. Da geht doch an den Baum. Hm, 69er Chance. Das muss reichen. So. Gonschlich ziehen wir ein Stückchen nach. Und zwar dahin. Ruby. Du wirst voll in die Mechtoiden reinlaufen. Das wollen wir nicht.
Position bestätigt. Augen geh mal dahin. So. Wir schreddern da hinten mal ein bisschen. Ich sag da hinten ein bisschen. Na schade, ich dachte, ich klopfe eine Zahl auf. So. 6 Treffer. Sie ziehen sich zurück. Vorrücken! Gonchi, fängt erstmal an. Ne, mach mal einen Präzisionsschuss. 13. Nee. Nein. Ja. Versuch mal einen miesen Trip. 100%. Warum mache ich das? Ganz einfach. Sie muss ihre Fähigkeit trainieren. Warum machen wir das? Geh mal da. Ich weiß nicht, ob sie das kann. Aber Ruby wird das einsammeln, indem sie sich hier hinstellt. Und in der nächsten Runde einfach mal klickt. So, Wödern geht dahin. Jetzt haben wir 3 Aliens gesehen. Da sind noch 10 dort. Ein paar Schweber. Ah. Oh, jetzt eskalieren wir wieder. Nein, irgendwas kaputt gemacht. Getroffen. Verschmutzung der Zieloptik registriert. Okay. Ja, Gonchi, mach mal. Gut. Best Loop. 85%. Ashmi Fikno. Ja, was? Der Arsch noch fickt noch? Nein. Entschuldigung, hat sich was so angehört. Ich hab's. Ich mache natürlich nicht über die Sprache lustig. Geh mal dahin. Commander. So. Ja. Ja, schön getroffen. Wödern wird jetzt euch Rest machen. Ja, oder das Raumschiff kaputt machen. Ja, Julie. Du wirst. Ne, da war ja nicht zu sehen. Ist kein Sprint. Gut, es war blau. Es war Sprint. Ja, Feldposten. Oh, da haben wir ein paar Freunde. Feind in Sicht. Ein paar Spielkameraden. Juhu. Runde Cyberdisk. Wödern. Sie kommen über die Seite. Oh, das sind so viele Ziele. Wo schießt du hin? Rekonfiguriere Zielmatrix. Passt auf die Flanken auf. Sie rücken vor. Au. Ja. Okay. Gonchi fängt an. Puh. Ach, Gonchi darf weitermachen. Das ist ja schön. Ist keine Bedrohung mehr. Null Munition. Ich bin leer. Best Loop. Nein, das machen wir anders. Wödern. Da ist er. Ja, das ist richtig.
Okay. Dann machen wir mal ein Schnellfeuer. 8. Gut, die ist zerstört. Ja, aber Besto sieht keinen mehr. Ruby. Dahin. Wunden heilen. Ja. Geh wieder an die Arbeit. Ja, geh mal auf Heldkosten. Irgendwas wird schon passieren. Na los. Na, kein Feldposten aktiviert. Meine Position wird geschossen. Gut, dass es auf den Robo geht. Und er schießt zurück. Und trifft ihn für 7. Ich habe fast keine Munition mehr. Okay. Von da hinten wird er unterstützt. Mit so einem kranken Kram. Okay. Gonchi muss noch laden. Fangen wir erstmal so an. Nachgeladen. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Gehe in Position. Okay. Okay. Eine Rauchgranate dahin. Irgendwo da hinten steht, ja. Ja, ja, mach mal. Commander, ich würde es für sehr wünschenswert halten, diese Behälter zu bergen, anstatt sie zu zerstören. Ja, sollen meine Soldaten sterben? Ich glaube mal eher nicht, Mädel, wa? Reload. So, Bestnut muss laufen. Tag hier ist. Und reloaded. Ich bin hier festgenagelt. Ja, dann nagel doch zurück. Sauber, 4 Treffer. Was macht er? Mal wieder daneben schießen. Okay. Dann wird Wödern erstmal drauf schießen. Er ist benebelt. Und nochmal. Ja, 3 Treffer. Bin dran. Vielleicht so ein mieser Trip. Ja, mach mal. Du wirst dir wünschen, du wärst zu Hause geblieben. Gut. Dann da oben hin. Wie, den siehst du nicht mehr? Guck doch mal dahin. Naja, gut. Tarnung aktiviert. Okay. Ich gebe ein Stückchen vor. Kopf runter. Justam Ide. Waffe wechseln. Ich hoffe, du kannst mit der Pistole so weit schießen. Nee, aber ein Feldposten. So. Wird ja wohl treffen. Ziel vernichtet. Den Schluck kennen wir die Großen. Ah. So funktioniert das.
Dann gehen wir auf Feldposten. Okay. Ja, hast ja recht. Wo kann ich nochmal... Ja, lad mal nach. Nee, kann ich diese Runde nicht machen. Aber Ruby kann mal versuchen, da hinten hinzuschießen. Er ist tot. So. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, dann habe ich mich nicht verzählt, weil dann ist nämlich nur noch ein übrig. Und zwar der Ätherer. Wer in Position? Oder war noch Sucher dabei? Ich weiß das jetzt gar nicht so genau. Ja. Hab's gehört. Gut, Gonchi, gehen wir dahin erstmal, ist klar. Weil sie da hinten so weit alleine sind. Ja, wird ja nichts passieren. So, nachladen. Nachgeladen. Was ist das denn gerade für ein Schlumpf lachen? Wie war das? Geh mal vor, ich will wissen. Falls da jemand Feldposten haben sollte. Ich bin der Meinung, es ist nur ein Alien da. Und das ist in dem Raum da wieder drin. Kein Feldposten aktiviert. Bewegung, Bewegung, Bewegung! Gut, auch vor. Wir sind jetzt richtig offensiv. Systeme aktiviert. Achso, Ruby wird aber nicht so weit vorgehen. Weil mit ihr möchte ich einmal nachladen in dieser Runde noch. Kann weitergehen. Genau. Und Würdan. Dahin. Ja, sag ich ja, ist da drin. Wir können doch voll durchlaufen, weil diese... Oh, nee, doch nicht. Oh. Sie treten den Rückzug an. Oh, Wöhlern ist fast tot. Nee, wie machen wir das am besten? Bin unterwegs zu neuer Position. So machen wir das. 93%, das soll ich erreichen. Was? Schuss hat Ziel verfehlt. Ich wollte eigentlich Würdern bewegen. Er kann noch. Das bewegt sich ja so komisch. Ruby. Geh mal kuscheln mit Würdern. Und heile um 8. So. Würdern stellt sich hier hin. Okay. So. Da rein und Feldposten auf dem Weg. So, auch wieder. Ja, tarn ich mal. Aktiviert. Waffe wechseln und Feldposten. Best Noob. Dahin. Okay. Na? Also hier wird in dem Raum wird es sein. Wir gehen aber jetzt nochmal bei. Machen den heilenden Nebel.
So. Ruby stellt sich da drüben hin. Wödern stellt sich dahin. Und nachladen, komm. Wir machen eh erst nächste Runde Action. So, dann stellen wir unsere Scharfschützen hier oben hin. Ja, komm her, bist du. Na? Okay. Dann wird Wödern mal die Tür öffnen. Da draußen ist irgendwas. Da hinten? Ernsthaft? Geh da mal hin. Ich habe echt gedacht, dass die vielleicht hier sind. Oder in dem Raum, kann natürlich auch sein. Ruby Position geht dahin. Bestätigt. Und? Das ist anders als alles, was wir bisher gesehen haben. Aufgrund seines Erscheinungsbildes würde ich vermuten, dass dieses Alien sich nicht auf rohe Gewalt verlässt. Ihre Truppen sollten extrem vorsichtig sein, Commander. Mir war es lieber, als ihre Bewaffnung offensichtlich war. So, wir müssen das Vieh erstmal ein bisschen verletzen. Nee. Nein. Wofür haben wir unsere Scharfschützen da rum? Nein. So, jetzt aber. Gezielter Schuss auf dieses Vieh. Ja. Und noch ein normaler Schuss auf das Vieh da hinten. Schöne 6 Treffer. So. Einmal nochmal drauf schießen. 10. Und weg damit. Wir werden davon keinen fangen. Diese Mission erfüllt. So. Ja, das muss diese. Ich kann nicht mehr quatschen. Das ist ein gutes Zeichen für mich, die Runde mal zu beenden, langsam. Ja, Wödern fällt 9 Tage aus wegen Kopfschmerzen. Ja, wir haben so ein bisschen was gefangen. 4 Sektoidenleichen, Sektoidenanführerleiche, 3 schwere Schweberleichen, 1 Muton, Eliteleiche, 1 Cyberwrack, 1 Ätherleiche, 2 Drohnenwracks, Illyrium 76, 164 Eingierungen, 33 Waffenfragmente, 30 Meld, 4 Flugcomputer, 2 Energiequellen und 2 Mechloidenkerne. Passt. Und die geformte Rüstung ist jetzt auch fertig. Das machen wir noch schnell. So. Und dann gehen wir nochmal in die Gießerei. Und stellen ein verbessertes Scope her. Weil mit diesem Scope werden sich die kritische Trefferchance erhöhen. Dauert 2 Tage. Läuft. Den Jungs in der Gießerei wird es nicht langweilig werden. Ich sage Ihnen, dass es ein neues Projekt für die Produktion gibt. Nee, das war's auch nicht. Da haben wir hin. Da haben wir nämlich noch was noch nicht. Soldaten bekommen bei jeder Beförderung einen höheren Bonus auf die Willenskraft. Das können wir mal machen. Dann war's auch komplett. Und dann beenden wir jetzt den Part mit einer Überlänge, glaube ich. Habe ich so ein Gefühl, ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Haut rein, Leute!